Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Karte basteln zu einem nicht so schönen Anlass. Eine Trauerkarte, aber diese Karten müssen leider auch sein. Und ich finde, dass das Stempelset Stille Schönheit, das man jetzt zur Celebration-Zeit ab einem Bestellwert von 120 Euro bekommt, also zwischen Januar und März 2019, dass das wirklich dafür sehr gut geeignet ist. Und ich zeige euch jetzt mal die zwei Karten, die ich mir dazu gedacht habe. Also einmal diese Karte machen wir heute zusammen. Ein stiller Gruß und innen unsere Gedanken sind bei dir. Und diese Karte habe ich auch gemacht. Da ist diese Colors-Blume-Blüte mit Embossing, also embossed und dann angemalt mit den Stampin' Blends. Und zwar habe ich da verwendet die Farbe Hell Osterglocke und Elfenbein. Also mit Elfenbein habe ich diese Striche reingemacht und dieses gelbe Innenteil von der Blüte habe ich mit dieser hellen Osterglocke gemalt. Und vorher eben das Ganze mit Weiß embossed. Und dann habe ich das ausgeschnitten und habe, aufgestempelt und habe dann dieses Papier hier eingeschnitten mit einem Skalpell. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das so aussieht, wie wenn das da rauskommt. Genau. Und hier habe ich innen rein auch noch eine Colors gemacht und eben den gleichen Spruch. Okay, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Wir machen diese hier zusammen. Okay, und an Material braucht ihr gar nicht viel. Ihr braucht einmal einen Farbkarton in Anthrazit in dem Maß 28 x 10,5 cm, gefalzt bei 14 cm. Dann braucht ihr zweimal Vanille pur in dem Maß 12 x 8,5 cm und ein Reststück, das so groß ist, dass ihr euch die Colors-Blüte da drauf stempeln könnt. Dann falze ich mir meinen Farbkarton in Anthrazit erstmal nach. Und dann fangen wir jetzt an mit der Vorderseite. Ihr seht, das Papier habe ich hier gerissen. Das machen wir jetzt zusammen. Ich finde, das hat einen guten Effekt. Irgendwie gefällt mir das ganz gut. Und dazu habe ich mir einfach mein zugeschnittenes Papier genommen und habe das wirklich an der Seite so richtig eingerissen. Und irgendwie ist es komisch, finde ich, aber ja, das muss man fast so machen, weil dann kommt man zu diesem Effekt und es schaut eigentlich auch echt ganz gut aus, aber es ist eine Überwindung, das Papier da so zum Zerreißen, finde ich. Und ich habe es immer so viel gerissen, dass da wirklich keine glatte Kante mehr zu sehen ist von dem Schnitt. Und auch wenn diese Risse mal weiter reingehen, das macht nichts, das sieht eigentlich echt gut aus, finde ich. Versucht da ruhig möglichst am Rand zu bleiben, weil das Papier ja eh schon relativ klein ist für die große Blüte, dass man da nicht zu klein wird. Also so ist es eigentlich echt ein ganz cooles Maß. Okay, und jetzt fangen wir an mit Stempeln. Ich habe mir die Stempel schon alle auf Blöcke gezogen. Und ich habe aus dem Stempelset einmal den stillen Gruß, die große Colors, die kleine Colors, beide Blütenstängel, das große Blatt und unsere Gedanken sind bei dir rausgenommen. Das alles stemple ich jetzt und ich fange jetzt einfach mal mit der großen Colors an. Und als Farbe habe ich verwendet Apfelgrün, Anthrazitgrau und Kirschblüte. Und auch ganz wichtig, finde ich, ist die Stempel- und Perforiermatte. Die lege ich mir auf jeden Fall unten drunter, unter mein Papier, weil die Colors, finde ich, sonst schlechter angeht. Also ich habe es versucht mit verschiedenen Sachen eben und mit der Stempel- und Perforiermatte unten drunter ist sie bis jetzt am besten angegangen, finde ich. Und ich nehme mir da wirklich viel Stempelfarbe auf und stempel mir das dann einmal ab und drücke da richtig gut drauf, dass dann auch wirklich die Blüte schön auf dem Papier ist. Genau, also ihr seht, das ist ein toller Effekt. Das ist in diesen Stempeln schon so drin. Distinctive Ink oder so heißt es. Genau, und ja, das sieht echt ganz cool aus. Und dann stempel ich mir auch noch mein Innenteil. Da nehme ich jetzt nur eine Unterlage und stempel mir jetzt noch die kleine Colors-Blüte da rein. Einmal hier so schräg. Und einmal so
dass man hier den Stiel noch hinmachen kann. Als erstes schneide ich mir jetzt die Blüte einmal aus mit der Schere und lasse da einfach so einen minimalen kleinen Rand, wirklich nur ganz, ganz klein. So, und jetzt stempel ich mir den Rest einmal auf die Innenseite von unserer Karte, denn der kleinen Colors nehme ich auf diesen kleineren Stiel. Und ich stempel mir das einmal ab und stempel mir das dann drüber. Das habe ich bei dieser Karte nicht so gemacht, da habe ich nicht einmal abgestempelt, das machen wir jetzt aber trotzdem, finde ich ganz schön. Und den Spruch, den stempeln wir auch gleich in die Mitte auf. In Anthrazitgrau. Ist jetzt leider ein bisschen schief geworden. Naja, ihr könnt es besser. Okay, und dann kommt jetzt das Vorderteil. Da habe ich es jetzt so gemacht, da nehme ich jetzt den größeren Stiel. Und meine Colors lege ich zuerst so hin, wie ich sie ungefähr haben möchte. Schauen wir mal. Ja, ungefähr so möchte ich sie haben. Also die soll an der Seite noch ein bisschen am Papier vorbeischauen. Und den Stiel stempel ich mir jetzt auch einmal ab. Und stempel den dann mit der Colors auf mein Projekt da drüber. Und dann nehme ich mir mein Falzband und biege mir die Colors noch ein bisschen so in Form. Ich möchte, dass die da wirklich so ja, ein bisschen mehr Schwung hat. Und ziehe mir das einfach so ein bisschen über den Daumen. So werde ich die aufkleben. Und dann stempel ich mir vorne noch den zweiten Gruß drauf, ein stiller Gruß. Halt! Bevor ich das mache, mache ich noch die Blätter. Und da mache ich es einmal so, dass ich einmal dieses Blatt verwende und einmal dieses, und zwar als zwei verschiedene. Ich fange jetzt mit dem kleineren Teil an, stempel mir das wieder einmal ab und stempel mir das relativ weit unten hin. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen. Hier an dieser Stelle wird quasi mein Stiel verbreitert. Also ich hoffe, ihr seht das mit dieser Unterlage. Ich probiere es mal, ob ich es hochheben kann. Naja, nicht wirklich. Also ich habe das so gemacht, dass hier unten der Stiel quasi verbreitert wird ein bisschen. So überschneidet sich das. Das sieht, finde ich, ganz toll aus. Und dann benutze ich noch den zweiten Teil von diesem Blatt. Stempel mir das auch einmal ab. Und das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gescheit erwischt. Machen wir nochmal. Und lasst es auch so von unten raufkommen. Und jetzt erst stempel ich mir meinen Gruß drauf, weil sonst weiß ich nicht genau, wie ich den positionieren werde. Und dass der mir irgendwie ins Blatt reinsteht oder so. Okay. Bevor ich jetzt die Colors aufklebe, beziehungsweise die beiden Blätter, male ich mir noch mit Currygelb Marker diese inneren Blütenstängel auf, an. Also ich habe das nämlich hier auf diesem stillen, mit dieser Karte habe ich das mit den Blends gemacht und das finde ich auch viel schöner als mit den Markern. Ich würde es wirklich mit dem Blend machen, das ist viel schlichter irgendwie. Das ist jetzt die Farbe Hell Osterglocke und da male ich jetzt die Innenteile noch an. Leider ist das jetzt hier gar nicht so schön geworden.
Ich habe mir jetzt die Colors nochmal schnell ausgeschnitten, nochmal aufgestempelt, weil mir das mit dem Marker überhaupt nicht gut gefallen hat. Ich finde, das ist viel zu grell und schaut so unnatürlich aus. Deswegen habe ich es mir nochmal gemacht, nochmal aufgestempelt und male mir jetzt auch nochmal den Innenteil mit dem Stampin' Blend an. Das schaut, finde ich, viel schöner aus, viel dezenter. Genau. Okay, jetzt biege ich mir die nochmal schnell in Form und dann können wir uns die schon aufkleben. Und zwar mache ich das so, dass ich auf die Unterseite einfach einen kleinen Mini-Klebepunkt aufklebe und auf den Teil da drüber, also nur ein bisschen weiter drüber, klebe ich mir ein Dimensional hin, dass die noch ein bisschen mehr Form bekommt und noch ein bisschen absteht. Und dann klebe ich mir das hier einfach so drüber. Und bin schon fast fertig mit der Karte. Ich habe ja hier bei meiner Probekarte, bei dieser hier, habe ich mir das mit dem Skalpell ausgeschnitten, aber ich finde, da sieht man gar nicht wirklich so den Unterschied. Von dem her ist das mit dem Stempeln total super. Man kann es einfach drüber stempeln und dann geht es genauso, finde ich. Okay, dann nehme ich mir einen Flüssigkleber und klebe mir den Rest noch an. Das heißt, einmal das Innenteil innen rein, logischerweise. Und dann das Vorderteil klebe ich mir jetzt auch noch mal mit Dimensionals auf, weil ich finde, das macht sich noch ein bisschen besser, macht noch ein bisschen mehr 3D-Optik. Das ist nochmal ein schöner Effekt. So, und jetzt wird das Ganze nur noch verziert. Dafür nehme ich jetzt die Kreativkerl-Perlenschmuck geteilte Leidenschaft. Und ihr könnt natürlich auch die Glitzersteine oder den Strassspruch nehmen, ganz wie ihr wollt. Guck mal, habe ich innen auch eins? Ne, innen habe ich gar nichts reingemacht. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr das nicht wisst, wo ihr das am besten hintrapiert? So mache ich das jetzt. Okay. Aber irgendwie, vielleicht machen wir doch noch eine dritte da oben rein. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Ja, ich glaube, das ist in Ordnung so. Ja, meine Karte ist schon fertig. Also ich finde, die ist wirklich schön, auch für den traurigen Anlass. Und ihr könnt euch jetzt einfach aussuchen, was euch am besten gefällt, ob euch doch die weiße Version am besten gefällt. Beim Embossing, finde ich, ist es ganz schlecht rausgekommen, dass man hier da sieht man diese schönen, feinen Striche und so. Überhaupt gar nicht. Das hat beim Embossen nicht funktioniert, deswegen habe ich das hingemalt. Und es ist mir auch eigentlich mit dunklen Tinten viel besser gelungen. Also mit einer hellen Gelb oder so, finde ich, sieht man es gar nicht so richtig gut. Deswegen finde ich diese Variante von der Farbe her sehr gut. Also Kirschblüte, finde ich, eignet sich das sehr gut für diese Stempelart. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat die Karte gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Jetzt zeige ich auch nochmal die Innenseite. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Da könnt ihr dann diese Glocke drücken und werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!